wüsstet, was mir gerade passiert ist, Leute, dann würdet ihr hier ganz sicher nicht mehr so lächelnd sitzen. Und ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Und dieses Mikrofon macht wirklich gar nichts besser. Ich habe gerade ein komplettes Video gedreht, ohne Ton. Ich will mich einfach umbringen. Ich habe gerade ein bisschen mit Aggressionen zu kämpfen. Besteht eure TikTok For You Page auch wirklich nur noch aus Werbung? Meine TikTok For You Page besteht nämlich nur noch aus Werbung. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich könnte ja einfach weiter swipen, aber nein, ich bin halt das größte Konsumopfer ever, ne? Ich kriege so krank viel TikTok-Werbung angezeigt und die meisten Sachen sind halt auch noch voll spannend. Das heißt, dieser Algorithmus kann das auch noch richtig gut auf mich anpassen und ich will immer alles ausprobieren und immer alles kaufen. Tu's aber nie. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, ich kann ja ein Video daraus machen. Das ist jetzt quasi meine Entschuldigung, ganz viele TikTok-Produkte zu kaufen. Aber das macht ja auch total Sinn, weil wenn ich das kaufe, dann könnt ihr gucken, ob das was Gutes ist. Und wenn es was Gutes ist, dann könnt ihr es nachkaufen. Und wenn es nichts Gutes ist, dann müsst ihr es nicht kaufen und dann erst erfahren, dass es scheiße ist. Deswegen hat es eigentlich total den Mehrwert für uns alle und ich mache das eigentlich nur für euch. Ich habe einen Abend lang wirklich alles gekauft, was mir auf TikTok angezeigt wurde als Werbung. Das Ding ist, diese Dedication für dieses Video ist so krass. Ich habe mir seit 4 Wochen mindestens die Beine nicht mehr rasiert und ich habe wirklich so haarige Beine wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Weil eins der Teile, und das ist wirklich das, was mir am allermeisten angezeigt wird, ich schwöre. Ich habe noch nie so viel Werbung für ein Produkt gesehen wie für das hier. Und zwar ist es dieses hier. Vielleicht kennt ihr das. Das ist, sieht aus wie ein Tangle-Teaser, aber ist dafür da, um Beine zu rasieren oder ich weiß nicht, was es ist. Es ist nicht rasieren. Man soll einfach mit diesem Teil so über seine haarigen Beine gehen und angeblich hat man keine Rasurpickel und das Krasseste ist, das soll nicht wehtun. Und ohne Spaß, Leute, diese Prozedur sieht so schmerzhaft aus, oder? Deshalb habe ich meine Haare jetzt richtig krass lang wachsen lassen, um dieses Teil hier jetzt richtig ausgiebig zu testen. Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass das nicht wehtut. Das hier ist das gute Stück. Das ist ein Crystal Hair Remover? Warum Crystal? Ich packe das gute Ding jetzt hier mal aus und es ist mal wieder doppelt und fünffach eingepackt. Hä? Hä? Okay, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Das ist einfach hart. Seht ihr das? Ich dachte, das wäre so Gummimaterial oder sowas. Der Moment, auf den ich seit Wochen warte, ist endlich gekommen. Meine Haare kommen ab. Ich finde es krass, dass man es irgendwie von Weitem, glaube ich, überhaupt nicht sehen kann. Aber weil wir hier eine Family sind, werde ich euch jetzt ganz genau von ganz nah meine Beinbehaarung zeigen. Hier ist mein Bein. Ich hoffe, man kann überhaupt irgendwas erkennen. Ich habe sehr helle Haare. Aber die sind halt mittlerweile ernsthaft richtig lang geworden. Hier unten müsste man das eigentlich sehen. Hier an meinem Knie eigentlich. Und falls man es nicht sieht, vertraut mir, das sind richtig viele Haare. Es ist halt irgendwie, als würde einfach nur so ein random Stein über die Beine gehen. Aber so wirklich abgehen tut auch nichts. Da passiert gar nichts. Rub the desired area in circular motions. Rinse with water and let the crystal hair remover dry. Also im trockenen Zustand funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich mach's jetzt nochmal nass. Okay, jetzt ist das gute Ding nass. Also es passiert schon mal mehr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es werden nur Hautschuppen abgetragen und nicht Haare. Sieht man das? Hier sind richtig viele Hautschuppen. Das, was am allermeisten abgemacht wird, sind auf jeden Fall ganz viele kleine Hautschuppen. Und an den Stellen, wo ich es jetzt nass gemacht habe, da hat es auch Haare entfernt, aber bei weitem nicht alle. Nur die ganz langen Haare und da ist immer noch super viel, was irgendwie da so absteht und auch nicht weggeht. Dann rasiere ich mir lieber meine Beine, weil ganz ehrlich, das wird sowieso genauso früh wieder nachkommen, weil das die Haare genauso einfach abbricht, wie ein Rasierer sie abschneidet. Und noch dazu ist es jetzt richtig eklig voll mit Hautschuppen. Also ich habe wirklich Hoffnung in das Teil gehabt, aber das war nix. Diese Werbung hier habe ich auch schon so extrem krank oft gesehen und nicht nur auf TikTok als Werbung, sondern ich habe mittlerweile auch viele TikToker gesehen, die für diese Marke Werbung gemacht haben. Und zwar sind das diese Halara-Dresses, also das kennt ihr bestimmt. Das sind diese Kleider, die noch eine Hose unten drunter haben und die haben mittlerweile total viele andere Produkte, also Röcke und Tops und sowas. Dafür machen die auch mittlerweile voll viel Werbung. Dafür muss man sich die App runterladen. Ich war natürlich dedicated und habe das gemacht und mir einen so ein Teil bestellt. Hier haben wir das gute Stück jetzt auch. 50 Euro hat das gekostet. Also kein günstiger Spaß auf jeden Fall. Okay, ich kann jetzt schon sagen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Erstmal habe ich das Gefühl, dass dieses Kleid voll breit ist und richtig kurz. Das Material ist auch voll anders, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre so ein Sporthosenstoff, aber kennt ihr das, wenn Klamotten so Knötchen bekommen? Dieses Kleid hat gefühlt jetzt schon Knötchen. Also da sind richtig Knötchen vorprogrammiert. Das sieht man jetzt schon, dass es welche bekommen wird. Und was ich auch sagen muss, ich finde, das ist übelst schwer. Es soll voll das perfekte Sommerkleid angeblich sein. Ich schwitze jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, das anzuziehen. Ah, und es hat sogar so Pads. Aber ich ziehe es natürlich trotzdem gerne an. Welcome to my
Esszimmer. Ich habe jetzt hier das Kleid und ich würde sagen, ich ziehe das einfach mal an. Bin auf jeden Fall schon mal in den Hosendingern drin. Das ist weich. Okay, Leute, das ist schon ziemlich bequem. Es ist doch wieder so ein bisschen mehr wie so ein Sportstoff. Ich ziehe es mal kurz komplett an. Okay. Ich sehe direkt, dass das Pad irgendwie falsch liegt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier im Internet mal so präsentiere, aber das hier ist jetzt das Unterkleid quasi. Das heißt, es ist ein kompletter Body. Hier sind diese zwei Taschen. Es ist super stretchy. So sieht das gute Ding von hinten aus. Ich finde es süß. Es fällt schön. Es ist sehr dick, muss ich sagen. Also es ist schon relativ warm. Mir wird auch gerade schon warm da drin, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall kein Kleid für draußen 35 Grad. Andererseits ist es ziemlich kurz und es ist schon auf jeden Fall mega praktisch, vor allen Dingen in der gleichen Farbe eine Hose darunter zu tragen. Hier haben wir jetzt mein Handy. Ich habe halt auch ein großes Handy, aber ja, man sieht's. Ist aber eine coole Idee, ist mega praktisch. Wenn ihr eh sportliche Typen seid und das Kleid schön findet, dann kann man es sich auf jeden Fall kaufen. Es kostet halt 50 Euro, aber dafür kriegt man halt auch mehr, als wenn es jetzt einfach nur ein normales Kleid wäre. Folgendes, wenn das hier funktioniert, ne, dann ist mein kompletter Alltag gerettet. Also ohne Spaß, als ich das gesehen habe, ich war sofort überzeugt und das hätte ich auch gekauft, wenn ich kein Video gemacht hätte. Das hier ist ein ganz normaler Handtuchhalter, ne? Also kennt ihr, Handtuch fällt manchmal ab, muss man immer so abnehmen. Bei mir hängt es halt wirklich scheiße, so dass ich es wirklich machen muss. Und mit diesem Ding hier, wie praktisch ist das? Und hab's natürlich auch direkt gekauft. Ich hoffe so sehr, dass das geil ist. Um euch das mal irgendwie zu demonstrieren, ich habe hier mein Handtuch und die einzige Fläche, die ich jemals erreichen kann mit meinem Gesicht, ist diese hier. Und hier oben komme ich niemals dran. Da muss ich immer abhängen, das machen und dann wieder da so drauf friemeln und das nervt. Wow! So sieht das gute Stück jetzt aus. Dieses C-Hold kann man wirklich... Oder warte mal, da ist eine Schutzschicht drauf. Vielleicht ist dieses C-Hold nur auf der Schutzschicht drauf. Das wäre so gut. Bitte, 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 bitte. C-Hold bleibt drauf. Das funktioniert... Oh, wow. Okay, das schnackt richtig schnell zurück. Ich mache jetzt hier mal die Schutzschicht ab. Ist das gerade? Egal. Und rein da. Wie geil ist das bitte? Das funktioniert perfekt. Kauft euch alle ein C-Hold. Was ist überhaupt C-Hold? Falls irgendjemand von C-Hold das jetzt gerade sehen kann, entweder macht euch ein hübscheres Logo oder seid ein bisschen selbstloser und schreibt das nicht so fett komisch da drauf. Das ist nicht mal gerade. Aber dieses Teil ist ein absolut voller Erfolg. I love it. Wäre es wirklich ein Julia Beautics Video, wenn nicht irgendwo in diesem Video noch was zu essen gemacht werden würde. Das hier ist Cereal. Das sind Cornflakes, die angeblich irgendwie besser sein sollen. Für Low Carb, Keto und High Protein Diäter. A.k.a. das kann niemals schmecken. Das hat viel weniger Zucker und mehr Protein und ist halt so ein Sportler-Ding irgendwie, wie so Proteinriegel oder sowas. Aber eben als Cornflakes. Ich habe 50 Euro hierfür ausgegeben, also das schmeckt jetzt besser. Endlich wieder einen Grund für eine Instagram-Story. Ja, mal gucken, ob eine Instagram-Story im Positiven oder eher im Negativen. Und okay, 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 da kommt mir schon alles komplett entgegen. Das ist nicht mal halb so groß wie eine normale Cornflakes-Packung. Okay, also ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt das Starter-Set geholt, wo auch noch so ein Becher hierbei ist. Ja, ich konnte halt nicht anders. Ich weiß, ich brauche es nicht, aber es gab es halt dabei. Chocolate Carlos? Lol, okay, die Namen sind cool. 22 Breakfast Cereals with Personality. Ach so, weil die Namen haben, oder was? Die haben 37 Gramm Protein auf 100 Gramm, 32 Gramm Kohlenhydrate und 1,2 Gramm Zucker. No added sugar. Sorry, dass ich so vorurteilsbehaftet bin, aber das kann nicht schmecken. Keine Ahnung, ob man das so doll hört, wie ich es gerade höre, aber draußen geht einfach die Welt unter. Es ist so krankes Gewitter draußen. Ach du Scheiße. Hört ihr das? Soll ich jetzt einfach weiter fröhlich Cornflakes testen, oder? Oh mein Gott. Coconut Carlotta. Also riechen tut es schon mal nicht so geil, ehrlich gesagt. So sehen die Cornflakes aus. Also ich finde, man sieht auch schon, dass sie nicht aus normalem Mehl gemacht sind, sondern aus irgendwie so einem anderen Zeug. Ich kann mir leider wirklich gut vorstellen, dass sie so richtig komisch pappig sind. Aber ich will jetzt hier mal keine Vorurteile haben. Ich gucke jetzt mal, ob dieses Milchding hier überhaupt dicht ist. Wenn wir hier schon einen Test machen, dann auch richtig. So. Scheint dicht zu sein. Oh, es riecht wirklich so schlimm, Leute. Ne, es riecht wirklich schlimm. Aber gut. Cheers. Hä, die Konsistenz ist viel besser, als ich gedacht habe. Also wirklich viel besser. Also es ist sehr knusprig, aber der Geschmack ist wirklich so... Ne, der Geschmack geht gar nicht. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Kokosnussgeschmack, dass ich es nicht mag. Deswegen nehme ich jetzt mal hier die vielversprechendste Sorte, und zwar Schokolade. So sieht diese Sorte aus. Ich glaube, das sind wirklich immer die komplett gleichen Teile und da ist einfach nur dann die Geschmacksrichtung drumherum gecoated. Oh, aber es riecht nicht nach Schokoproteinpulver. Das ist krass. Ich habe wirklich die feinste Nase ever, was Schokoladenproteinpulver oder generell Proteinpulver angeht. Ich habe mal übelst gekotzt davon und seitdem kann ich das nicht mehr riechen. Ach krass. Okay, also ich hätte gedacht, dass es viel mehr seine Farbe abgibt und die Milch sich braun färbt.
What? Never mind. Es lag zu 100% einfach an Carlotta. Es lag an Kokosnuss. Das hier schmeckt so gut. Hä? Das schmeckt nicht nach ekligem Schokoladenproteinpulver. Und auch nicht so krass süßungsmittelmäßig, wie ich gedacht habe. Und es ist mega knusprig. Es ist so knusprig. Und bei Cinnamon Cindy bin ich richtig krass guter Dinge, dass das jetzt einfach nach Cindy Minis schmeckt. Es schmeckt ein bisschen mehr nach normalem Zimt, anstatt wie Cinnamon Minis, die eher nach Zucker schmecken. Der letzte in der Runde ist Strawberry Sean, mein Süßer. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, wir werden nicht so bonden. Unsere Personalities passen nicht so gut zusammen, weil künstlicher Erdbeergeschmack ist immer so eklig. Egal ob Erdbeerjoghurt, Erdbeereis, Erdbeerbonbons, Erdbeer... keine Ahnung was. Immer voll künstlich und eklig. Also wenn das nicht in Farbstoff getränkt ist, dann weiß ich auch nicht. Wie pink ist das bitte? Let's go. Dieser leichte Nachgeschmack ist immer da. Mir fällt gerade ein, das einzige Erdbeerige, was keine richtige Erdbeere ist, was ich jemals mochte, ist dieses Keba. Kennt ihr das? Diese Erdbeermilch? Die schmeckt auch super künstlich. Ich weiß, aber das ist das Einzige, was ich mir irgendwie mal reingezogen habe. Es schmeckt einfach exakt genauso. Es muss komplett voll mit Farbstoffen sein, sonst wird es niemals so pink sein. Milchprotein, Reisstärke, Tapiokastärke, pflanzliches Öl, Kokos, Molkeproteinisolat, Inulin, färbendes Lebensmittel, Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere. Als ob da kein Farbstoff drin ist. Okay, das ist krass. Also Leute, falls ihr Sport macht, mehr Proteine essen wollt, weniger Zucker und ein bisschen zu viel Geld übrig habt vor allem, dann, ja, also ich habe es nicht gedacht, aber ich kann es eigentlich empfehlen. Nur, dass dieser Löffel nur in das Milchfach passt. Da bin ich immer noch nicht d'accord. Folgendes kennen wir, glaube ich, alle auch ohne TikTok-Werbung. Und zwar ist das hier. Savage X Fenty. Das ist die Unterwäschemarke von Rihanna. Und ich kriege das so extrem oft auf TikTok angezeigt, weil die richtig krasse Rabattaktionen haben und so ein VIP-Programm. Mit diesem VIP-Programm kriegt man nämlich 2 BHs für 29 Euro und 60% auf alles. Ich dachte mir so, ey, das kann nicht sein, dass da irgendwie nichts faul ist, dass man da nicht so in diesem VIP-Programm hängen bleibt und dann so ein Abo abgeschlossen hat und sowas. Erstens ist es von Rihanna. Zweitens sind die ganzen Sachen super schön und ich sehe das überall. Deswegen habe ich das jetzt mal bestellt. Hier haben wir es. Ich habe mir 2 BHs bestellt. Die passenden Höschen dazu natürlich. Anstelle von 75,95 Euro habe ich hierfür jetzt nur 21,18 Euro bezahlt. Der kostet eigentlich 25 Euro. Also dieses Set hier kostet 100 Euro im Normalpreis. Der zweite BH, den ich geholt habe, ist übrigens der hier. Der ist dunkelblau und ich finde den wirklich richtig schön. Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, ist, dass es nicht so viel Unterhosenauswahl gab. Den einzigen, den man da so wirklich zuholen konnte, war der hier. Ich trage lieber weniger Stoff bei Unterhosen, wenn man das so sagen kann. Zurück zu dem Abo. Ich habe das Abo ja abgeschlossen und dachte wirklich so, okay, jetzt bin ich irgendwie so 6 Monate da drin gefangen und muss jeden Monat irgendwie 2 BHs kaufen oder so. Ich konnte einfach diese eine Bestellung in dem VIP-Programm machen und dann im Live-Chat, erst stand da, man muss da anrufen, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf, aber ich konnte einfach im Live-Chat sagen, ich will mein Abo kündigen. Dann haben die mir so 2, 3 Fragen gestellt, von wegen, ja, willst du es wirklich nicht mehr, wir geben dir auch extra, bla bla bla. Aber ich konnte es dann einfach kündigen. Dann habe ich einfach einmalig für 25 Euro so ein Crazy BH-Set hier bekommen und habe danach nichts mehr damit zu tun gehabt. Eigentlich ist das schon so eine doofe Masche, finde ich, diese VIP-Abo-Programme, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die das vergessen. Mich eingeschlossen, ich habe schon so extrem oft 7 Tage Test-Abos gemacht und dann einfach monatelang dafür bezahlt. Also ich finde es irgendwie uncool mit diesem VIP-programmmäßigen Ding. Und noch dazu muss ich sagen, ich habe diesen BH hier schon getestet. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Der BH ist angezogen, ouch. Und ich muss sagen, für den ersten Moment sitzt er wirklich sehr, sehr gut. Obwohl ich sagen muss, irgendwie piekst der. Naja, geht vielleicht gleich weg. Ich nehme euch heute mit. Wir machen eine Live-BH-Experience together. Ich bin gerade am Nudeln kochen, Leute. Und oh mein Gott, Alter, mein BH juckt. Es juckt einfach. Ich weiß nicht warum, aber es piekst die ganze Zeit voll. Hier an der Ecke. Ich will die ganze Zeit kratzen. Es nervt. Die Nudeln waren mega. Ich bin gerade am Schneiden und ich raste aus. Eigentlich ist dieser BH mega geil, aber der piekst. Ich verstehe es nicht. Es hört nicht auf. Es kommt immer wieder. Es piekst. Also mein Fazit von dieser ganzen Savage X Fenty Sache ist, die haben richtig geile Styles, total viel Auswahl. Ich kann jetzt halt leider nur von dem hier sprechen. Vielleicht habe ich eine falsche Größe erwischt oder einfach eine Form, die nicht zu mir passt und deswegen hat es die ganze Zeit so gepiekst. Aber grundsätzlich haben die eigentlich schon eine gute Qualität.
Vor folgendem Produkt habe ich wirklich Angst. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Ich habe das auch so oft angezeigt bekommen in der letzten Zeit. Das ist ein Spliss-Trimmer. Also das ist für die Haare ganz gruseliges Gerät, was angeblich den Spliss entfernen soll. Und ich weiß, ich habe letztens erst meine Haare geschnitten, auch hier auf dem Kanal. Aber ganz ehrlich, Spliss habe ich immer. Deswegen habe ich das gute Teil gekauft. Für sage und schreibe 59,99 Euro. Eigentlich kostet es angeblich 120, aber das war eh so ein Fake-Angebot. Manipulation und so, schätze ich mal. Es ist in einer wesentlich größeren Verpackung, als ich dachte. Und es ist auch wesentlich größer, als ich dachte. Und wieso ist es ausgepackt? Das hier ist das Teil. Es ist in zwei geteilt. Kann das sein? Warum? Was ist das hier? Hä, wie geht es da dran? Hallo? Ah! Oh mein Gott. Gott, meine armen Haare. Oh, diese Messer. Okay, warte, jetzt zeige ich euch das mal von nah. Hier und da sind die Messer. Und hier zwischen ist wie so ein kleiner Ventilator, der losgeht, wenn ich das zumache. Ich habe Angst vor diesem Teil. Wie kann ein Mensch eigentlich so viele Knoten in seinen Haaren haben? Oh. Ich nehme vielleicht eine Strähne von hinten erstmal. Ich habe keine Ahnung, was für Mengen an Strähnen man da reintun sollte. Wünscht mir Glück. Passiert da was? Also den Spliss, den ich in meinen Haaren sehe, der ist ehrlich gesagt immer noch da. Aber einige Haare sind hier schon drin. Vielleicht muss ich einfach nur öfters drüber gehen. Also ich meine, scheiße kann es nicht sein, weil ich sehe auf jeden Fall Haare da drin. Natürlich nicht alle Haare, die kaputt sind. Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig bleiben. Auf jeden Fall werden bei jedem Durchgang Haare rausgezogen und abgeschnitten. Und auch wirklich nur die Enden. Das heißt, wenn ihr wirklich nur einen Splissschnitt machen wollt, funktioniert natürlich jetzt nicht so präzise, wie wenn ihr jedes Haar einzeln abschneiden würdet. Aber kann ich jetzt nichts gegen sagen. Alright, Leute. Ich hoffe, wir konnten durch dieses Video hier ein bisschen bonden. Ihr kennt jetzt meine Beinhaare. Ich kenne nicht eure Beinhaare. Was war das jetzt eigentlich schon wieder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Werbung ihr bei TikTok am allerhäufigsten bekommt. Bei mir ist es halt ernst. Dieses Teil hier. Hier könnt ihr jetzt auch bei meinen letzten beiden Videos vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Okay, habt euch lieb. Tschüss!